damit willkommen zurück zu einem neuen Part Mario und Rabbit Kingdom Battle. Hier sind so zwei ominöse Schalter und Truhen, die wir jetzt, da Beep-O Stärke erlernt hat, gleich mal richtig positionieren dürfen. Mal schauen, was sich da öffnet. Ein Pfad. Okay. Aber wo geht's hier lang? Das scheint der Hauptweg. Ist das der Hauptweg? Gerade mal ganz kurz schauen. Ja, da geht's weiter. Okay. Dann schauen wir mal, was wir da für einen Weg freigeschaltet haben. Sieht ja sehr interessant aus. Huh? Ein Bonuskapitel. Welt 1S, die verborgene Küste. Okay. Eine Bonuswelt. Wie es sie in jeder Welt gibt. Und erstmal gibt es zur Begrüßung 5 Powerkugeln. Dafür, dass wir dieses schwierige Rätsel haben lösen können. Okay, schauen wir mal. Blaue Röhre, blauer Schalter, okay. So, hier können wir was machen. Oder auch nicht. Hier haben wir einen Schalter, der das erste Teil dieser Brücke öffnet. Ich verstehe. Oh, da gibt es sogar Kämpfe, in diesem Bonuskapitel. Oh. Und wir müssen gleich mit dem ersten starten. Na ja, moin. Dann schauen wir mal. Besiege alle Gegner. Machen wir. Keine Sorge. Ist doch gehupst wie gedupst. Versteht ja, weil da so viele Hopser sind. Ja. Nicht lustig? Okay, ich weiß. So, wen spielen wir dann? Teamauswahl. Ach, wir haben... Ich habe so selten Peach gesehen. Ich will Peach sehen. Zeigt mir Peach. Gebt mir Peach. So, planen wir mal. Was haben wir denn? Ein Garten-CG, zwei Garten-CGs. Hopser, noch ein Hopser. Noch ein Ziki und ein Korbian. Okay. Doch recht viele Gegner. 6 an der Zahl. Dann machen wir das mal. Rapid EG kann die beiden hier einwandfrei außer Gefecht setzen. Sich hier hinstellen und den Grobian von mir aus gleich mal alle hinten, der ist ja bei weitem nicht in der Range. Oh, auch nicht in der Range von ihm, außer wir nehmen die Bazooka und die gönnen wir uns einfach mal feuerfrei. Das gefällt dem Grobian gar nicht, da kommt er gleich mal ein Ding und meckert: Hey, du Assi, was fällt dir ein, du schießt auf mich, guck mal, geht's noch? Oh, wie viel Schaden macht Mario mit Hammer? Mario könnte mit dem Hammer ihn besiegen. Ja, machen wir doch einfach mal, ne? Hallo? Und die Waffe würde auch reichen. Also könnte. Vor allem mit Helden. Ja, komm, wozu der Geiz? Wozu der Geiz? Wir sind eh viel zu stark ausgerüstet für dieses Bonuskapitel. So, und Peach könnte da eine Granate hochwerfen. Auch von der jetzigen? Nein, von jetzt aus nicht. Hochspringen kannst du auch nicht. Inwiefern kannst du abkürzen? Höchstens so. Ja, okay. Müssen wir den langen Weg hochgehen? So viel Zeit sollte sein. Kein Gegner in Reichweite. Dann geben wir mal einfach mal unseren Zug ab. Hat gar nicht wehgetan. Dafür ist Peach viel zu stark geworden. Die Hopser, was die da treiben, die haben wohl auch Langeweile. Und wollen ihren Namen gerecht werden. Der Kollege hier könnte schießen, ne? Das reicht auch nicht für ihn. So, ziehen wir erstmal mit Rabbit Luigi nach. Okay, der kann kaum. Er kann kaum nachkommen. Versuchen wir trotzdem unser Bestes mit ihm. Ihn irgendwie mitziehen zu lassen. So, Mario, du darfst da hoch in die Röhre. Ihn dashen. Schade, dass es nicht reicht, by the way. Der Dash ist zu schwach, um ihn komplett zu töten. Und Peach, du kannst ihn zu Tode dashen. Und du stellst dich hier hin. Hört sich doch nach einem Plan an, oder? Meint ihr nicht?
beziehungsweise ich mache das gerade relativ planlos. Immerhin sehe ich hier keinerlei Herausforderungen bislang, wo ich wirklich Angst vor haben müsste. Ja, aktiviere du deine Heldensicht halt mal. Und dann soll der Ziggy mal schauen, der Hopsa mal schauen, was er ganz alleine so macht. Er schießt ein bisschen auf Peach, die das locker wegtanken kann. So, du gehst da hoch. Herr Mario. Aktivierst meinetwegen mal dein Kraftpaket noch. Und dann erschießt du diesen Ziggy. Easy win. 150 Schaden. Das überlebt selbst der stärkste Gartenhopfer. Hilfe nicht. Hopsa. Hopsa. Oh, belohnt wird das mit zwei Kisten? Wow, und Münzen. So heftig war das jetzt auch nicht. Rabbit Kong. Du hast ein Kunstwerk gefunden. Okay. Und Beep aus Lektion. Du hast ein Soundtrack gefunden. Okay, gut. Wobei, eigentlich hätten die hier schon etwas stärker sein dürfen. Ich meine, man kommt hier früher eigentlich nicht hin. Gut, man hätte... Hat man am Ende... Nee. Doch, hat man am Ende von Welt 1 schon die Stärke bekommen? Ja, okay, dann hätte man ein wenig früher hingehen können. Egal, wir aktivieren den zweiten. Damit können wir hier lang. Und was erwartet uns hier? Zwei Ziggis, zwei Grobian. Da hinten sehe ich noch einen Hopsa und Rabbit Piranha. Mit ihr haben wir noch eine Rechnung offen. Sie hat uns böse zugesetzt damals. Oh, wir landen sogar hier. Sehr schön. Wir können auch hier. War hier nicht eine Kiste? Nein, hier war keine Kiste. Dann kriegen wir jetzt endlich unsere Revanche und können uns beweisen erneut. Ich würde fast schon sagen, wir könnten in dieser Konstruktion bleiben. Konstellation. Ja. So, wie positioniere ich die? Ich habe vor, mit Peach zu schießen. Zwei zu hitten und dann Grobian dann durch Marios oder durch Helden sich zu zerstören. Und das wird schon mal nichts daraus. Okay, ich verstehe. Trotzdem möchte ich jetzt mal deine Heldensicht. Jetzt muss ich ein bisschen umstrukturieren. Der könnte nebenbei sterben, ne? Die würde kaum mehr Schaden machen. Dann darf. Du hast eine starke Waffe, ne? Dann schießt du mal auf ihn hier. Zack, er läuft. Peach wird schießen und eventuell sogar den anderen mittreffen. Yes, genau so wollte ich das haben. Oh, aber es hat nicht gereicht. Und dafür gibt's einen auf dem Maul. Aber Peachy darf auch noch schießen. Rache wird kanzelliert. Oh, er überlebt das. Also wird nicht getroffen. Nun ja, da kann man nichts tun. So, wie weit läuft dieser Grobian wohl? So, da hingesprungen und man kann nicht rüberspringen, okay. Dann. Wie weit kann der Grobian laufen? So weit. Okay. Dann kannst du dich getrost dahin stellen, Mario. Kannst du vielleicht jemand anderen hitten, außer diesen Grobian? Nein, nicht wirklich, aber den Schutzwall wegmachen. Oh. Ja, Heldensicht könnte natürlich den Grobian nur anlocken, ne? Und es hat halt nur einen Schuss bisher. Von daher lassen wir das mal. Geben den Gegner den Zug. Die hat aber auch eine Reichweite, diese Rabbit Piranha. Das ist unnormal.
Ist ja fast schon zu vergleichen mit Luigi, mit seiner Sniper. Wenn nicht auch noch ein bisschen mehr. Und ich merke gerade, ich sollte diese Situation vielleicht doch ein bisschen ernster nehmen, als ich es tue. Denn ich möchte mich hier ja nicht zwingend blamieren. So. Zuallererst Luigi, du darfst ihn dashen. Luigi natürlich. So, dann stellst du dich hier hin, packst deine Bazooka aus und tötest den hier. Bittest ihn an. Zack. So. By the way, wie weit wird der nächste Runde laufen? Ach, ich töte ihn einfach. Zuerst will ich mit Peach dashen. Sprung. Ah, das würde Mario so nicht heilen, ne? Dann muss sie sich wieder hierhin positionieren einfach. Machen wir's so. Was soll der Geiz? So, Mario lässt ihn jetzt komplett tot. Springt rüber. Ups. Wirst du wohl ihn auf den Kopf springen, ihn dadurch töten. Die Heldensicht aktivieren und den dann Schutz einfach beschießen. Oder zumindest es versuchen. So, einmal Heldensicht bitte. Und einmal Feuer frei. Liegt es daran, dass unsere Waffe so stark ist, dass wir die Blöcke one-hitten können, oder ist es einfach Zufall? Ich kann mir beides vorstellen. Es kann beides sein, ich weiß nicht ganz genau. Wenn ihr da näher Bescheid wisst, könnt ihr gerne Bescheid geben. Ich war noch überlegen, ob ich das Schild mit ihm aktivieren soll, aber gegen Super-Effekte, aber ich war der Meinung, da wird schon nichts passieren. Oder warum sollte man genau ihn treffen? Jetzt habe ich meine Antwort. Egal. So, du Bastard, gehst dahin. Ich komme komplett durch mit den normalen Charakteren und den Rabbits. Mario. Nur Mario aktiviert meinetwegen sein Heldenpaket, macht ein bisschen mehr Schaden. Und zieht hier fast die Hälfte seines Lebens ab. So. Du dashst ihn. Nein, gehst nicht nach oben, weil dann würdest du nicht mehr treffen können. Gehst hier hin. Boah, du konntest ihn schon mal schießen, ne? Dann mach das doch. Du darfst. Und tschüss. Das war die Rache über die Piranha für damals. Du weißt, was du mir angetan hast. Welch Scham du mir bereitet hast. So eine Schande. Dafür hast du heute gebüßt. Und damit war das Bonuskapitel abgeschlossen. Verborgene Brücke. Neue Belohnung, Goldwaffen. Glänzende Goldwaffen erwarten dich in der Kampfzentrale. Ja, nur glaube ich, dass die schlechter sind mittlerweile als unsere, die wir jetzt schon ausgerüstet haben. Wo bin ich hier gelandet? Oben auf dem Battlefield, verstehe. Nur um in die nächste Kanone einzusteigen, die uns zu diesem Schalter hier bringt. Truhen. Und hier können wir die Abkürzung nehmen, ich verstehe. Und damit ist der Weg geöffnet. Silber. Ach komm, machen wir erstmal die langweilige Truhe auf. Wobei, langweilig? 20 Powerkugeln sind nicht langweilig. Das ist sehr gut. Und was ist hier drin? Ein 3D-Modell von Rabbitcom. Okay. Jetzt haben wir aber doch gut Punkte, Fertigkeitskugeln bekommen. Oh ja. Da sollten wir die mal aktivieren. Also ein paar davon. So, erstmal, dass die Heldensicht von Mario zweimal trifft. Das ist
Hört sich gut an. Und der Cooldown auf um eine Runde reduziert wird. Macht Sinn. Würde ich behaupten. So, Rapid Peach, du bist unsere Heilerin, also 5 Kugeln mehr und du kannst 10% mehr heilen, ne? 50% der HP. Jetzt sollte man schon sparen. So, Luigi. Boah, sein Dash kann noch stärker werden. Das machen wir auch. Das hätten wir uns auch leisten können, dass er 20% mehr Schaden abzieht. Aber, naja. Wir machen auch so jetzt mehr Schaden und holen. Wir können uns dadurch auch mehr heilen. So. Dreimal Heldensicht. Ja, darauf sparen wir auf jeden Fall. Das hört sich sehr gut an. Das macht Sinn, darauf Sinn zu sparen. Rabbit Mario. Was ist bei dir so besonders, ne? Wirkungsradius von Magnetans. Ja. Ich würde fast behaupten, dein Dash-Schaden, ne? Oder dass du einmal mehr dashen kannst noch. So, Peach, kann man deinen Heilsprung irgendwie verbessern? Ja. 5% mehr? Oder ein Feld mehr? Dann mach ich lieber mal ein Feld mehr. Gerade hatten wir das Problem, dass, wie wir sie stellen, nicht so perfekt war. Aber dass Mario noch die Heilung abbekommt. Okay, dann war das Bonuskapitel. Wo geht's hier wieder raus? Und dann suchen wir mal die nächste Prüfung. Schauen, wenn sie zu weit weg ist, dann schneide ich euch das raus. Oh, nein, das lohnt nicht, ja. Da ist ja schon. Prüfung 6. Blablabla. Ihr möchtet gern Tots? Besiege 6 Gegner. Zuglimit 3. Super-Effekte der Gegner 100%. Boah, okay. Das ist jetzt ein bisschen als überfordernd. Wird das? Okay, was haben wir hier? Grobian. Noch ein Grobian. Noch ein Grobian. 4 Grobian, okay. 6 Gegner. Wenn ich die 4 Grobiane ausräuchere und diese beiden Zivis, habe ich schon gewonnen. Dann würde ich ganz gerne auf Rabbit Mario zurückgreifen. Und. Ja, Rabbit Luigi ist einfach sehr, sehr stark. Allein die Tatsache, dass er 80 Schaden macht mit seinem Schlag, ist schon heftig. So, dann Dash. Ja, dashen wir. Dashen wir. Boah. Das sollte schon übel lohnen. Ich hoffe mal, dass sie da alle in Reichweite sind. Obwohl, zuallererst ist jetzt ein Kraftpaket aus. Ja, das macht Sinn. Das sollte mir jetzt aktivieren. So, also wie gesagt, Dash, Dash und noch ein Dash. Und dann hier für Magnetans positionieren, bitte. Müssen wir noch ein bisschen stärker machen, die Dashes. Ah, ich hätte mich sogar so positionieren können, dass der andere auch mitgetroffen wird. Okay, ich wusste nicht, dass es so groß ist. Dann würde ich gerne die Prüfung nochmal neu starten. Weil dann würde ich das perfekt machen. Super-Effekt des Gegners 100%. Das heißt, die Piranha-Pflanzen machen auf jeden Fall Feuerschaden. Da sollte man es gar nicht zu kommen lassen im besten Fall. Also bleiben wir bei Dash, Dash, Dash und dann ja, einfach mal hier hin. Das scheint mir recht mittig zu sein. Doch so. Sie kommen alle angewatschelt. Jetzt muss der gute Herr aber auch abliefern. 2 Körner down.
Die anderen zwei sind nicht in Reichweite, aber das macht nichts. Wir haben ja noch zwei andere Kollegen, die sich gerne darum kümmern. So, jetzt sind die beiden nämlich in der Reichweite von Rabbit Luigi und holen sich erstmal heftige Dashes jetzt ab. Der eine überlebt das sogar erst. 110 Schaden. Die haben nur 150 Leben insgesamt. Muss man sich mal überlegen. So, dann so. Ob das jetzt so clever war, die Schüsse aufzuheben, werden wir nicht sehen. Ja. Könnte funktionieren. Ah, ist natürlich nicht weg, ne? Mario trifft auch nicht. Keiner hat jetzt Zielwasser getrunken. Na, dann gibt es bei 100% Effekt des Gegners Rabbit Luigi halt mal seine Super ein. Denn jetzt wird's heiß. Oh, aber er steht perfekt hinter einem Schutz eigentlich. Dumm nur, dass das die Piranha-Pflanze nicht so interessiert. Das hat sich gleich doppelt gelohnt für Luigi. Rabbit Luigi. Selbstverständlich. Ach, wirklich. Da trifft er. Und auch noch ein Dash. Da will es aber jemand wissen. Da ist jemand auf Streit raus. Den könnt ihr haben. Ihr wollt Krieg? Ich gebe euch Krieg. Keine Angst. So, du dahin. Als Sprungbrett für Luigi, bitte. So, damit er. Rabbit Luigi, selbstverständlich. Habe ich Luigi gesagt? Nein, habe ich nicht. Habt ihr es gehört? Ich nehme mich nicht. So, einen Schuss, bitte. Dann kann man noch einen Gegner zu ownen. Und das wird der gute Mario tun. Er positioniert sich einfach. Du kriegst einen Dash ab, weil du gemein bist. Und er schießt ihn hier. Zack. Down. Und Sieg. Man sollte sich gar nicht mit den Piranha-Pflanzen da aufhalten. Die haben einfach so viel Leben. Das könnte mit dem Zügellimit dann doch eng werden. Ich weiß gar nicht, wie viel Limit hatte man. Zwei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Prüfung 6. So. Und wie es weitergeht mit Prüfung 7 und unseren drei Helden hier, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Also lasst einen Daumen da, wenn es gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.